Achtung, Achtung! Hier spricht Ihre Polizei. Wir möchten uns für unser militantes Auftreten in den letzten Jahren entschuldigen. Wie wir feststellen mussten, haben wir Dienstanweisungen von Vorgesetzten befolgt, denen mehr an Ihrem eigenen Posten gelegen war als am Wohle der Allgemeinheit. Bitte hören Sie jetzt gut zu. Sollte es Ihnen in irgendeiner Weise schlecht gehen, dann nur, weil Sie den Falschen folgen. Die Regierung ist korrupt, der Staat BRD existiert nicht einmal legal. Es geht nur um wirtschaftliche Macht, Geld. Suchen Sie im Internet, interessieren Sie sich für diese Dinge. Sie betreffen uns alle. Wir alle wissen, dass irgendwas nicht stimmt, fühlen uns irgendwie betrogen. Das liegt genau daran, dass wir im großen Stile betrogen und ausgenutzt werden. Dies hier ist ein anonymer Hilferuf Ihrer Polizei. Nicht amtlich, sondern privat. Wir möchten, dass Sie wissen, dass diese Dinge der Polizei bekannt sind und intern weiterverbreitet werden. Die Polizei steht im Dienste des Volkes und so bitten wir Sie eindringlich um Ihre Mithilfe. Bitte machen Sie Folgendes. Informieren Sie sich selber, unabhängig von den gekauften Medien, die nur der Verbreitung falscher Meinungen dienen. Recherchieren Sie selbstständig und machen Sie sich ein eigenes Bild. Des Weiteren, gehen Sie auf die Straßen, in die Parks, nutzen Sie öffentliche Orte und verweigern Sie den Gehorsam. Feiern Sie friedlich und tauschen Sie sich aus. Achten Sie einzig darauf, dass Sie keinen Schaden anrichten. Weitere Gesetze dienen nichts weiter als Ihre Einschränkung. So wird das Chaos ausbleiben, von denen man will, dass Sie es befürchten. Tauschen Sie sich mit Ihren Mitmenschen aus. Viele wissen bereits Bescheid. Dies hier ist kein Scherz. Gehen Sie raus und demonstrieren Sie, so wie Sie es in einer freien Welt tun würden. Wir werden uns Ihnen nicht entgegenstellen. Bitte helfen Sie uns, diese Informationen weiter zu verbreiten. Denken Sie dabei auch an die nächste Generation, an unsere Kinder. Die Medien sind zensiert, aber übers Internet können wir es gemeinsam schaffen, die Medienzensur zu umgehen und dafür zu sorgen, dass die Welt gerechter wird. Wir stehen tief in der Schuld des Volkes. Und wir haben nur noch diese eine Chance. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.